Guten Abend aus dem Sauerland. Muss mich mal schnell melden. Gibt heute auch deswegen ein relativ ungeschnittenes Video. Da ich morgen aufbreche, ja, auf eine längere Reise. Erst geht's nach Duisburg mit dem Hund auf eine Hundeshow und dann will ich weiter in Richtung Schweden und sitze quasi auf gepackten Koffern. Und aus dem Grund kam heute die Kiste vorbei. Die Schatzkiste. Die habe ich aber schon wieder zur Post gebracht. Die geht direkt zur Tanja weiter. Ja, was in der Kiste drin war, habt ihr ja sicherlich in Mikes Video, beziehungsweise hoppala, in Kais Video gesehen. Der KSO hatte ja ausführlich berichtet, was alles drin ist. Ich habe mir aus der Kiste natürlich noch das ein oder andere Leckerchen herausgeklaubt. Ich habe den Perique von Huber, den habe ich mir genommen und ein bisschen Out of Africa und den Pembroke Esoterica, weil die habe ich so bis dato noch nicht richtig wahrgenommen. Und ja, dann habe ich noch den Grand Cru, da habe ich auch noch ein bisschen was von entnommen. Und aber natürlich habe ich nicht nur rausgenommen, sondern ich habe auch was reingetan. Was habe ich reingetan? Ein Pouch Plumcake von McBaron. Dann habe ich gut 50 Gramm Blockade Runner von Cornell & Deal hinzugefügt. Dann habe ich den von mir letztens vorgestellten Little Snake von Tom Darasch hineingetan zum Probieren. Genauso wie eine etwas größere Probe des Dirkenberger, den ich auch vorgestellt habe. Den habe ich auch reingetan. Und noch zwei kleine Pröbchen, auch von Tom Darasch, den Louisiana Mix und den Virginia Cake. Ja, ich denke, das soll es jetzt schon wieder gewesen sein, weil ich ja, muss jetzt weitermachen. Wie gesagt, die Kiste ist auf dem Weg und ich melde mich dann wieder von unterwegs. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, ciao aus dem Sauerland. Bis demnächst. Ach so, nochmal ganz vielen Dank. Wahnsinnig viel Tabak drin in dieser Kiste. Ich habe eine neue Umverpackung noch drumherum gemacht, habe die alte Kiste aber drin gelassen und ich fand es eine super tolle Idee. Also auch da nochmal danke. Bis bald, euer Olli. Ciao.